Grafenwöhr unter Feuer. Gebirgsjäger üben die Operation verbundener Kräfte. Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Unter Führung der 5. Kompanie des Gebirgsjägerbataillons 232 wird der Einsatz schwerer Waffensysteme trainiert. Wichtigste Schnittstelle, der Feuerunterstützungszug. Der Feuerunterstützungszug hat den Auftrag, die Feuerunterstützung durch schwere Waffen, Artillerie, Mörser, Kampfhubschrauber, Kampfflugzeuge zu koordinieren in Absprache oder unter Vorgabe des Bataillonskommandeurs. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, durchlaufen die Beobachter des Feuerunterstützungszuges eine gesonderte Ausbildung. Nicht jeder ist für diesen Job geeignet. Man muss das komplette Gefechtsfeld verstehen. Er ist in der Regel infanteristisch bzw. als Gebirgsjäger ausgebildet. Denn er ist im Schwerpunkt des Feuerkampfes, dort wo der Schwerpunkt des Gefechts des Bataillons ist, ist der Beobachter eingesetzt. Einer der ersten Ansprechpartner für schnelle Feuerunterstützung in brenzligen Situationen ist der Mörserzug. Also der Mörserzug ist die schwere Waffe der leichten Infanterie, der ganz normalen Infanterie. Wir schießen Steilfeuer, wir sind frei beweglich im Raum, wir sind auf Panzermörsern unterwegs. Wir haben Wölfe für den Einsatz, wir haben Mulis, mit denen wir im Gebirge unterwegs sind. Wohin die Mörser ihre Rohre ausrichten, übermittelt ihnen ein Beobachter per Funk. Bevor das geschieht, weist ihm seine übergeordnete Stelle, das Coordination Team, ein freies Waffensystem zu. Und auch diese Zuweisung nimmt der Beobachter, der schließlich das Feuer lenkt, direkt Verbindung auf mit dem Feuerleittrupp, Mörser bzw. Artillerie und lenkt schließlich das Feuer ins Ziel. Diese Art der Zusammenarbeit hat sich bereits in Afghanistan bewährt. Im Einsatz sind wir meistens für die Rückversicherung, falls denn was passiert. Wir sind relativ oft stationär eingesetzt gewesen, zum Beleuchten, zum Absichern, aus weiter Entfernung. Sollten die gut 6 Kilometer Reichweite des Mörsers einmal nicht ausreichen, stehen auch größere Kaliber zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Panzerhaubitze 2000, ein relativ modernes Geschütz. Im Idealfall sind wir von Eingang der Zielmeldung bis zum Abgeben des Geschosses, bis zum Abarbeiten des Feuerauftrages in weniger als 5 Minuten wieder wirkungsbereit für den nächsten Auftrag. Mit einer Reichweite bis zu 42 Kilometern bietet die Panzerhaubitze auch über weite Distanzen Sicherheit für die Kampftruppe. Sicherheit bieten ebenfalls die Unterstützungshubschrauber Tiger. Aus der Luft überwachen sie das Geschehen am Boden und sorgen mit ihren Bordwaffen für schlagkräftige Unterstützung. Wir sind ein Kampfhubschrauber, der ausgerüstet ist mit einem Waffenmix. Der geht von einem schweren Maschinengewehr über ungelenkte Raketen, panzerbrechende Bewaffnung bis hin zu Luft-Luft-Raketen. Das heißt also, wir decken das gesamte Spektrum ab, was man an Bekämpfung Boden- und Luftfeind darstellen kann. Das Heer und die Infanterie ist immer froh, wenn wir da sind, weil wir als Waffensystem über der Truppe immer mehr sehen als die Truppe selbst und wir bei Feindkontakt oder bei Aufklärung grundsätzlich sehr hilfreich sind. Das Schießen der schweren Waffen im Verbund ist bekannt unter dem Kürzel STF. Dieses steht für Streitkräfte gemeinsame taktische Feuerunterstützung. Was bei Tageslicht für alle Beteiligten eine Routineübung ist, birgt bei Nacht viele Besonderheiten. Somit ist das Nachtschießen ebenso fester Bestandteil der Übung. Am Ende eines jeden Feuerkommandos funkt der Beobachter den abschließenden Satz Feuerkommando Ende. Nach 2 Wochen auf dem Übungsplatz Grafenwöhr gilt dieses Kommando dann schlussendlich für alle Angehörigen der verschiedenen Verbände.